Die Dacheindeckung ist etwas, was für Steildächer in der Kalkulation dachweise gesteuert werden kann. Bedeutet also, die Information für die Dacheindeckung kommt nicht aus der Planung. Bedeutet also, wenn Sie innerhalb der Planung über M wie Material irgendeine Dacheindeckung einstellen, dann ist es so, dass die Eindeckung, die hier dargestellt wird, nur optischen Charakter hat. Hintergrund auch hier wieder ist, theoretisch könnten Sie irgendeine Textur auf das Dach legen, ob Sie wirklich die Textur der entsprechenden Eindeckung, die Sie verwenden, wirklich haben, ist fragwürdig. Ne, das, was letztendlich wirklich erkannt wird, ist mehr oder weniger eher ein Farbwert, denn die wirkliche Ausführung der Pfanne oder des Steines und so weiter und so fort. Heißt also, Material für die Dacheindeckung ist etwas, das ist aus der Kalkulation und wir sind hier in der Voreinstellung der Sonderausstattung. Das heißt also, hier würden Sie für alle Steildächer, Achtung, erste Einschränkung, wir reden nur von Steildächern, für alle Steildächer einstellen. Was ist das, was laut Ihrer Baubeschreibung eben das Material ist, in dem die Dacheindeckung im Standort ausgeführt wird. Innerhalb des Projektes können Sie das Ganze für jedes einzelne Dach steuern, können es auch verändern. Das heißt also, es wäre hier zum Beispiel möglich, dass das Hauptdach eine andere Eindeckung hat als zum Beispiel die Gauben oder vielleicht als Garagendächer, die daneben sind. Das Ganze wird natürlich auch in den ganzen Anführungszeichen angrenzenden Positionen wie ein- oder zweiseitige Schnitte, was eben deswegen immer einseitige Schnitte sind, wenn unterschiedliche Dacheindeckungen da sind, sich dort Grate oder Kehlen bilden, all das wird natürlich dabei berücksichtigt. Achtung! Eine Voreinstellung für die Dacheindeckung laut Baubeschreibung im Projekt, je Dach das Ganze steuerbar und es gibt ebenfalls für die Steuerung natürlich nur im Projekt wieder die orange Global-Steuerungskombo-Box, soll also bedeuten, wenn innerhalb eines Projektes eine Kundschaft gesagt hat, ich will hier die und die Dacheindeckung, das Abweichen von Ihrem Standort wäre, könnten Sie das eben hier global einstellen und damit würde auch, wenn später noch andere Dachvarianten dazukommen, würden eben nicht mehr der Standard der Baubeschreibung verwendet werden, sondern das für dieses Projekt eingestellte Set. Achtung, die Einstellung der Dacheindeckung gilt nur, und auch hier kommt natürlich der Tooltip, für Steildächer. Bedeutet also, wenn Sie eine Dachplanung haben, die Neigung von, das ist im Branchenmodell massiv und Holz, auf 2 Grad voreingestellt, erreicht oder unterschreitet, dann wird automatisch gesagt, es handelt sich hierbei um ein Flachdach, die Konstruktion wird anders gerechnet und es passiert natürlich eins, es wird nicht mehr die hier eingestellte Steildach-Eindeckung gerechnet, sondern es wird automatisch das ausgeführt, was eben hier als Ausführung Flachdach voreingestellt ist. Ignoriert wird die Einstellung der Dacheindeckung ebenfalls dann, wenn Sie ein Glasdach geplant haben. Glasdach ist etwas, das ist eine Eigenschaft, die aus der Planung kommt. Das heißt also, innerhalb eines Planes besteht die Möglichkeit, eben hier ein Glasdach zu konfigurieren. Das ist sowohl in der Ansicht als auch in der 3D entsprechend sichtbar. Und eben für diese geplante Variante Glasdach ist es so, dass eben weil alle Dächer hier oben in der Liste geführt werden, das Glasdach dort zwar auftaucht, optimalerweise haben Sie dem Glasdach auch in der Planung den Namen Glasdach gegeben, sodass es ersichtlich ist, aber eben die eingestellte Eindeckung wird nicht verwendet. Das Gleiche gilt, wenn Sie planerisch mit Tonnendächern gearbeitet haben, egal ob das jetzt ein Tonnenhauptdach, ein Tonnenquergiebel oder eine Tonnengaube ist. In dem Fall ist es so, dass eben die Berechnung dieser Ausführung komplett gekapselt ist. Wir müssen nicht drüber sprechen, eine Toneindeckung oder eine Schiefereindeckung oder welche Eindeckungsform auch immer, ist auf Tonnendächern eher ein bisschen tricky bzw. technisch gar nicht möglich. Deswegen ist es so, dass eben auch die Ausführung der Tonnendächer aus dieser Steuerung rausgenommen ist und immer automatisch in anderen Positionen passiert.
Was ist es jetzt allerdings mit der Berechnung der Dacheindeckung? Was ist mit regendichtem Unterdach? Was ist mit Unterkonstruktion, die abhängig ist vom Eindeckungsmaterial und so weiter und so fort? Schauen wir uns das Ganze ganz kurz einmal an. Ich gehe dazu hier mit Abbruch raus. Wir gehen in der Kalkulation auf das Register Berechnung und gehen dort in den Inhalt der Bauelemente, wählen uns unsere Dächer aus und gehen auf unsere Eindeckung. Wir sehen die entsprechenden Eindeckungen, die zur Verfügung stehen. Wenn Sie hinschauen, sehen Sie auch, das Ganze wird entsprechend in bestimmten Wertebereichen geführt. Teilweise sehen Sie, dass Bilder hinterlegt sind, die hier angezeigt werden. Und wenn wir mal auf das Register Position gehen, dann sehen wir hier, dass insgesamt 6 Seiten Berechnung dahinter hängen. Heißt natürlich, an dieser Einstellung im Dach, in der Dacheindeckung, hängt sehr, sehr viel hinten dran. Das erste, was wir hier im Register allgemein sehen, ist, dass die ausgewählte Eindeckung, die dachweise steuerbar ist, außer bei Tonnendächern, Glasdächern und Flachdächern, dass diese automatisch dazu führt, dass alles das, was an Konstruktion unter der Eindeckung nötig ist, automatisch berechnet wird. Das heißt also, ja, es gibt Positionen Dachladung für Beton- und Toneindeckung, es gibt die Dachunterlagsbahn als diffusionsoffene Folie, es gibt die Dachunterlagsbahn als Dachpappe, wir haben die Konterlattung unter Rauschbund, der für Schieferfolie, Dach- oder Blecheindeckung nötig ist. Wir haben auch das Nageldichtband für Beton- und Toneindeckung, was wiederum nur in bestimmten Dachneigungsbereichen hier unter 22 Grad und über 15 Grad Dachneigung nötig ist. Wir haben die raue Schalung als Unterkonstruktion für Blecheindeckung, Schiefer- und Foliedach. Wir haben eine senkrechte Konterlattung als separate Position. Hier steht auch dabei, dass diese nur berechnet wird, wenn es kein Aufdachelement ist, weil die Aufdachelemente in dem Falle die senkrechte Konterlattung schon mitbringen. Dann sehen wir Ausführungen, die sich ergeben aufgrund von Dachneigungs- und oder Regeldachneigungsunterscheidung. Hier also das Verkleben der Dachbahn unter 22 Grad, wasserdichtes Unterdach, für die Ausführung beim Normaldachstuhl und wasserdichtes Unterdach für die Ausführung beim Sichtdachstuhl, genauso wie regendichtes Unterdach etc. etc. sind alles Sachen, die ebenfalls vollautomatisch berechnet werden. Das Gleiche gilt für das Thema Klammern der Dacheindeckung in den entsprechenden Bereichen beim First, bei Kinddächern, bei Walmflächen und so weiter und so fort. Alle die Geschichten werden automatisch berechnet. Dann haben wir die Berechnung der einzelnen Dacheindeckungen, die hier zum Beispiel die Betondachsteine gruppenweise geführt sind. Das heißt, Sie sehen hier schon mal einen ganz kurzen Überblick dessen, was alles berechnet wird. Bedeutet also, die Dacheindeckung selber wird natürlich, sage ich mal, weil wir von Kalkulation reden, aufgelöst gerechnet. Das heißt also, es gibt nicht einfach nur einen Quadratmeter Dacheindeckung, den gibt es natürlich auch, sondern es wird halt berechnet, das Abgasrohr als Durchführungsstein, die Dachausstiegsfenster, die Dacheindeckung, hier wären unsere Quadratmeterpositionen, die einseitigen Anschnitte an Graten und Kehlen, bitte Achtung, die sind wirklich einseitig, nicht zweiseitig vom Preis her, eben weil zum Beispiel bei einer Gaube es sein kann, dass die Gaube eine Blecheindeckung hat, das Hauptdach allerdings eben den Betondachstein und deswegen eben nur der einseitige Anschnitt. Fürstendkappen in Stück, Fürststeine in Laufmeter, Gradfangsteine in Stück, Gradsteine, also Gradanfänger entsprechend in Stück, die Ortgangsteine, Pultfürstendkappen, Pultfürststeine, auch das wird alles automatisch aus der Geometrie ermittelt. Wir haben den Sanitärlüfter als Stück, Schneefangbalken, Schneefanggitter als Laufmeter. Das sind Sachen, die eben in der Sonderausstattung erfasst werden können. Das heißt, die kommen nicht automatisch aus der Planung, sondern aus dem Dialog der Sonderausstattung. Dann haben wir die Trittsteine mit Gitterrost, 40er und 80er. Und genauso entsprechend unsere Walmkappen. Und so aufgelöst wird halt die Berechnung der Dacheindeckung für die jeweilige Eindeckungsvariante gemacht. All die Varianten wie Grate, Kehlen, Fürste, Walme und so weiter und so fort, all diese Geschichten kommen entsprechend aus
der Planung werden automatisch ermittelt und werden entsprechend in den jeweiligen Positionen bewertet. So, und damit haben wir die Berechnung der Dacheindeckung inklusive, das ist das, was wir gesehen haben, der eben, die eben direkt unter der Dacheindeckung vorhanden ist und die halt in Abhängigkeit zur jeweiligen Eindeckung steht.